Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gimming. Weißt du, warum ein spartanischer Soldat sein Helm und Speer verlieren darf, aber über alle Maßen bestraft wird, wenn er sein Schild verliert? Sag's mir. Weil ein Soldat sein Helm und sein Speer nur braucht, um sich selbst zu schützen. Aber sein Schild ist lebenswichtig für die Sicherheit seiner Brüder und der ganzen Schlachtlinie. Zum Glück haben wir ja kein Schild, Leute. Wir haben ja kein Schild, wir haben ja nur zwei Dolche. Erzähl von deinem Bruder. Eoros? Er ist der Beste. Ich sehe ihm so gern bei den Spielen zu. Er ist schnell und stark. Und er wirft den Speer und den Diskus weiter als irgendjemand sonst. Ach, echt? Ich bin schneller als alle in meinem Alter. Aber Theoros ist wie Herakles persönlich. Klingt wie ein fleischgewordener Gott. Er ist mein Held. Er singt sogar wie Orpheus. Willst du mich singen hören? Mutter sagt nämlich, ich singe wie eine Harpie. Nein, schon gut. Ich würde ihn gern treffen. Ah, ist stattlich. Chere, ich bringe dir einen neuen Anwärter. Makarios, Sohn von Serios. Ja, Herr, ich kann's kaum erwarten, meinen Bruder zu sehen. Still, Junge. Deine Fragen. Kümmere dich um deine eigenen Pflichten und rede nur, wenn du gefragt wirst. Ja, Herr. Du wirst Dreck und Blut schmecken. Ich lasse dich 1000 bittere Lektionen schlucken, um dich zu dem Bronzeschild zu machen, den deine Stadt braucht. Ja, Herr. Und du, Söldnerin, du siehst aus, als hättest du auch schon Schlachten geschlagen. Ich prahle nicht gern mit meinen Leistungen oder erschrecke kleine Kinder. Du sprichst wie alle Spartaner. Mal sehen, ob du sonst noch was gelernt hast. Okay, Leute. Ich bin kein Kind, das du rumkommandieren kannst. Schäme dich nicht, um Gnade zu bitten, alter Mann. Du bist... So. Wir sind schon bis... Kannst du jetzt? Steh bitte auf, er redet weiter. Oh, was für ein Kampf! Du kämpfst wie Atalante. Du kämpfst wirklich mit der Kraft der Götter. Genau. Habe ich doch gesagt, Leute. Meine, muss nur zuhören. Nun, da ich weiß, dass du kämpfen kannst, habe ich etwas Ernstes mit dir zu besprechen. Oh. Zwei meiner älteren Schüler sind verschwunden. Und jemand, dem ich trauen kann, muss sie suchen. Die wissen genug, um auf sich selbst aufzupassen. Genau. Ja. Doch die Welt ist voller unerwarteter Gefahren. Und ich kann meine Schützlinge nicht allein lassen, um selbst nachzusehen. Ich kann sie suchen. Sag mir, was ich wissen muss. Was war ihr letzter Befehl? Ich schickte sie zu einem Vorposten, wo sie ein paar Tage allein überleben sollten. Sie sollten diesen Auftrag ernst nehmen. Doch als ich nach ihm sehen wollte, fehlte jede Spur. Nicht gut. Welchen Gefahren sollten Sie sich dort stellen? Sie sollten auf Wölfe und Bären achten. Doch es war nichts zu sehen. Vielleicht eine andere Art Bestie. Dann werden wir mal suchen. Die beiden vermissten Schüler heißen Akamas und Theoros. Theoros? Makarios Bruder? Eben der. Ich fürchte, ich habe ihre Mutter enttäuscht. Ich werde mir den Vorposten ansehen. Oh nein. Nicht gut, Leute, nicht gut. Und er ist aber nicht zu weit weg, der Vorposten. Oh nein. Verbrannt. Jemand ließ hier eine Fackel fallen.
Oh, Blut. Ein Schild. Das ist ein schlechtes Omen. Aber sehr zerstört. Und noch ein Blut. Und? Nein. Oh Gott. Kampfspuren. Die hat Ehrchenernahmung gekämpft. Oh nein. Eine Leiche. Keine große Ähnlichkeit zu Makarios oder Xante. Das muss der andere Junge sein. Noch irgendeinen Hinweis. Eine Spur. Jemand ist in die Berge gelaufen. Vielleicht Theoros. Oh, na, Udit. Hoffentlich, hoffentlich geht's ihm gut, Leute. Leute, in der Höhle waren wir ja schon mal. In dieser Höhle waren wir schon mal, Leute. Das waren gleich die mit den Banditen, Leute, da waren. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. War gut verteidigt. Bei den Göttern, binde mich los, binde! Hab Erbarmen, mach mich los! Meinen Dank, Kriegerin. Ich war sicher, ich würde diesen Tag nicht überleben. Wie heißt du? Theoros. Schön. Dein Bruder verehrt dich und wird glücklich sein, dich zu sehen. Makarios? Ist für ihn etwa schon die Zeit der Agoge gekommen? Ja, er wird bereits von Iatrokles unterrichtet. Verflucht seien die Götter. Er ist noch nicht bereit. Die Welt ist hart. Doch wenn wir jene beschützen, die wir lieben, können wir ihnen ein wenig Schmerz ersparen. Wie soll ich meinem Bruder, all meinen Brüdern, gegenübertreten? Du kannst es. Makarios verehrt dich. Nutze diese Liebe, um den Mut zu finden und deine Furcht zu besiegen. Hol dir deinen Schild zurück und dann beende die Agoge. Du wirst deinen Bruder bald wiedersehen. Ich danke dir. Das werde ich. Sag meiner Mutter, dass ihre Söhne die Familie stolz machen werden. So, guck mal. Ist wieder eine Schiene.
Müssen wir. Dann müssen wir jetzt wieder einen langen. Naja. Müssen wir wieder einen langen Weg. Hallo, lauf mal ein bisschen an. Los. Los. So Leute, guck, reiten wir mal. Zurück in die Stadt, wieder in das Dorf, Leute. Los. Da bin ich mal gespannt. Komm schon. Aber manchmal ist es nicht schlimm, früher anzufangen, Leute. Ja, genau, Leute. Das also in Sparta ist es ja normal, wenn man so mitbekommen hat, Leute, sind die froh in Sparta, die Leute, wenn sie kämpfen. Oh, nicht schon wieder ein Wolf, Alter, die Wölfe. Los. Die Wölfe wieder. Haben. Ella. Ja. Los. Also wird man dann nach irgendwann das. Aber das mit dem Pferd ist richtig gut, Leute, wenn es Nacht ist. Ist am besten, finde ich. Immer schön dunkel. Ist immer schön hell und hat man immer Licht dabei. Was hast du herausgefunden, Söldnerin? Makarios ist in der Agoge gut aufgehoben. Iatrokles wird ein harter Lehrmeister sein. Doch das wird ihn stark und mutig machen. Genau. Wenn die Götter es wollen, wird er stark aus ihr hervorgehen. Es ist nicht leicht, die Liebsten in die Welt zu entlassen. Er ist lernwillig und klug und Theoros wird ihn anleiten und inspirieren. Sie werden sich gegenseitig unterstützen. Du beweist die Weisheit der Athena, Adlerfrau. Du bist ein Segen für diese Familie. In dieser Gegend könnten viele von deiner Anwesenheit profitieren, Adlerfrau. Hilf ihnen, inspiriere sie und ich werde dich belohnen. Wem soll ich helfen? Der Bäuerin Lanike sowie anderen wichtigen Frauen der Stadt. Sie heißen Sita, Damia und Solxo. Wer ist diese Bäuerin? Lanike bewirtschaftet den Hof für ihre Familie. Zuletzt hatte sie Schwierigkeiten. Sie gibt den Göttern die Schuld, das Land sei verflucht. Doch ich frage mich, ob sie ihre Heloten nicht vorschnell dafür bestraft. Okay. Wie kann ich Sita helfen? Ihre Tochter Sophiras ist wild und stur wie ein ungezähmtes Fohlen. Sita bat mehrfach die Götter um Hilfe. Doch um Sophiras in die richtigen Bahnen zu lenken, braucht es wohl eine irdische Hand. Okay, Was sollte ich über Damia wissen? Ihre zwei kostbaren Kinder sorgen für Unruhe auf der Agora. Sie erniedrigen ihre Lehrer zu Tränen und wiegeln ihre Altersgenossen auf. Sie hofft, dass du ihnen Respekt einbläuen kannst. Okay. Was kannst du mir über Solxo sagen? Ihr Mann ist fort und stellt sich für den Krieg. Sie bat ausdrücklich um ein Treffen mit dir, damit du bei einer persönlichen Angelegenheit hilfst. Okay. Ich finde sie und versuche, ihnen zu helfen. Mögen die Dioskuren über deine Schritte wachen. Okay. Das wird jetzt ein paar Missionen geben. Da haben wir jetzt ein paar Missionen. Und Level 57. Haben wir gepackt. So, Bilder. So, jetzt schauen wir auf die Karte. Oh Mann. Oh Mann, sind es ja viele aus. Boah, die Übungsschwert. Wer braucht ein Übungsschwert? So,
So, jetzt gibt noch mal kurz. Eine Fähigkeit. So, was können wir um? Zeit verlangsamen. Pfeilspitze wäre mir nicht schlecht noch. Dass wir noch die Pfeilspitze noch ein bisschen besser hinkriegen, Leute. Ja, es sieht gut aus. So, jetzt schauen wir mal ab. Oh, wir können neue Pfeile machen, Leute. Wir haben neue Pfeile. Ah. Mit Sprengpfeile, alle damit. Junge, Junge, wir haben Pfeile. Ne? So, jetzt gehen wir da hoch, Leute. Jetzt haben wir wieder noch so Nebel. So Missionen, die nicht richtig in der Hauptquest sind. Aber dafür können wir uns wieder gut leveln und uns wieder ein bisschen reinfuchsen in das Spiel, Leute. Aber bevor wir so hingehen, sehe die Sache. Du mal den Tempel hier mal synchronisieren. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Du mal den Tempel. Die Schnellreisepunkte hier machen, dass wir hier auch immer da sind, Leute. Oh nein, oh Gott. Oh, alle, jetzt müssen wir den ganzen Weg hochklettern wieder, Leute. Aber eins, wir sind jetzt wieder geduscht, Leute. Muss man sagen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. In der die Heimat von Cassandra, Leute. Genau, Leute, die Heimat von Cassandra. So, Leute, jetzt werden wir erst die Mission machen. So, mal reden wir mal. Bin ich mal gespannt, was das für eine Mission ist. Oh, Hera und Aphrodite, bitte segnet meine Tochter mit der Gabe der Gehorsamkeit. Adlerfrau, du ehrst diesen Tempel mit deiner Anwesenheit. Wirst du mir wohl bei einem Problem helfen? Ich bin kein Problem. Ich bin eine Spartanerin, die du zur Überwachung von Bauern abstellst. Dabei könnte ich Abenteuer erleben. Meine Brüder entlässt du in die Welt, warum nicht auch mich? Eine Abenteurerin? Genau. Du bist also die Adlerfrau, von der man so viel hört. Ich hoffe, du wirst deinem Ruf gerecht. Ich bin Sophiras. Könntest du meine Tochter darüber aufklären, wie sich eine Spartanerin zu verhalten hat? Wenn du und Sophiras einverstanden seid, werde ich deine Tochter lehren, eine gute Spartanerin zu sein. Das betrifft zunächst ihre körperliche Stärke. Nur so wird dein Haushalt sicher und glücklich sein. Genau. Die Adlerfrau hat recht, Martha. Spartanerinnen müssen stark sein. Nenn mich ruhig Cassandra.
Wenn es die Adlerfrau vorschlägt, gut. Unterweise meine Tochter, wie du es für angemessen hältst. Beginnen wir die Übungen mit Rennen. Versuch mitzuhalten. Aber Spartiaten rennen nie. Nur Feiglinge tun das. Warum sollte ich rennen? Starke Beine bieten den nötigen Stand beim Speerwerfen. Genau. Und deine sehen ziemlich stark aus. Rennen wir durchs Theater bis zum Eingang des Dromos. Wer zuletzt ankommt, ist eine lahme Ziege. Bin mal gespannt. Hey, wo ist er? Ich glaube, die ist jetzt ziemlich so dabei. Ah, braucht noch ein bisschen. Braucht noch ein bisschen. Du bist auch hier. Nächstes Mal kriege ich dich. Jetzt ein Pferderennen. Aber nicht wie bei den Spielen. Wir suchen uns eine eigene Strecke. Pferde? Was habe ich mit diesen Biestern zu schaffen? Um die kümmern sich Heloten. Pferde sind Bestien mit Muskeln und Kraft. Das wirst du nicht verstehen, bis du auf ihnen geritten bist. Nun, wenn du es so erklärst, reiten wir los. Das Rennen endet bei der Brücke südlich von Sparta. Fertig? Los! Bewegung. Okay, Leute. Bin ich mal gespannt. Ella. Okay, ich glaube. Los. Ich glaube, so gut schnell ist sie nicht. Du kommst sie. Oh Mann, das verlieren wir. Das Rennen verlieren wir, Leute. Mein Pferd fühlte sich heute nicht besonders. Schieb deine Unfähigkeit nicht auf das Tier. Wie gefällt dir mein Unterricht bisher, Sophiras? Ganz gut. Aber warum unterrichtest du mich überhaupt? Hast du nichts Besseres zu tun? Schätze finden, Tyrannen erschlagen oder sowas. Würde niemand unterrichten, würde Unwissenheit herrschen. Indem wir Wissen teilen, rücken wir näher zusammen. Ich würde gern näher rücken. Genau. Hast du einen Vorschlag für die nächste Übungseinheit? Es gibt im südlichen Gebirge einen Ort mit wunderschönem Ausblick. Gehst du mit mir dorthin? Mir gefällt der Ausblick jetzt schon, aber gehen wir. Folgt dir denn dieser Adler überall hin? Ikarus? Ja, er behält mich gern im Auge. Bist du eifersüchtig? Wenn er dich nicht stört, dann mich auch nicht. Verlieh dir Zeus besondere Kräfte? Du weißt schon, Achilleus war unverwundbar, Herakles besaß die Stärke der Götter. Wenn du die alten Geschichten kennst, weißt du, worin Zeus besonders gut war. Wenn du über dieses Talent verfügst, nenn mich Pandora. Okay. Komm schon. Okay. Oha. Das ist aber echt schön aus. Muss man echt sagen, Leute. Schön die Heimat hier aus, oder Leute? Schön, nicht wahr? Absolut. Ich glaube, ich fange an, dich zu verstehen, Cassandra. Tust du das? Wie schätzt du mich denn ein? Du beantwortest meine Fragen mit so viel Leidenschaft und Autorität.
Du führst gern an, oder? Vielleicht hast du recht. Sag mir, warum hast du mich hergebracht? Aber Leute, ich würde sagen, somit sagt euer Peter Gaming tschüss, bis dann und PG, bis demnächst.